Wenn man das Geschehen gestern an der Wall Street beschreibt, könnte man sagen mit einem Satz, China hat diese Rallye ermöglicht. Denn derzeit ist ja das ganz, ganz große Thema Inflation und China hat Aussagen gemacht, die die Sorgen vor der Inflation ein wenig gedämpft haben und daher die Rallye gestern an der Wall Street. Was es damit auf sich hat, das wollen wir uns mal anschauen. Inflation ist ja die große Sorge der Märkte, hier die Bank of America Umfrage unter Großinvestoren. Inflation, erste Sorge, zweite Sorge, Taper Tantrum, also praktisch die logische Konsequenz aus einer Inflation, nämlich dass die Notenbank auf die Bremse treten muss, dass diese ultralaxe Geldpolitik irgendwann endet. Und das hat die Märkte ja so sehr volatil werden lassen in letzter Zeit, eben weil wir sehr hohe Inflationsdaten haben. Aber dann gibt es jetzt ein paar Punkte, die diese Inflationssorgen gedämpft haben. Dementsprechend sehen wir Renditen für US-Staatsanleihen rückläufig. Das wiederum führt dazu, dass die Nasdaq, die Tech-Aktien am besten performen. Und warum die Inflationssorgen etwas rückläufig sind, sehen wir hier. Da sehen wir nämlich, dass diese ganze Infrastrukturgeschichte zwischen Republikanern und Demokraten in den USA, die ja maßgeblich ist auch für den massiven Anstieg der Rohstoffpreise, dass es da nicht so richtig zündet. Wir erinnern uns, Biden wollte zunächst mal 2,2 Billionen in die Infrastruktur stecken in den USA. Jetzt sind es nur noch 1,7. Er ist also den Republikanern ein bisschen entgegengekommen. Die Republikaner haben gesagt, okay, 600 Milliarden vielleicht, jetzt ein neuer Vorschlag, also Maximum 1 Billion. Das heißt, das ganze Infrastrukturpaket, das dürfte immer geringer werden. Jetzt können die Demokraten versuchen, die Republikaner zu umgehen. Da gibt es die sogenannte Reconciliation. Aber das würde dann dauern. Das kann man dann erst ab September machen. Das heißt, das Ganze würde sich weiter verzögern. Und diese Euphorie in Sachen Rohstoffe, die ohnehin heiß gelaufen waren, die hat sich dadurch etwas gedämpft. Zumal China offenkundig Sorge hat, dass diese explodierenden Rohstoffpreise die eigene Erholung ein bisschen, ausdünnen lässt, dass diese Inflation auch wirklich dann die Bevölkerung unruhig werden lässt. Hier jetzt die Aussagen nochmal heute wiederholt, heute Morgen. Wir werden nicht tolerieren, dass die Rohstoffpreise hier durch die Decke gehen, durch Spekulanten vor allem. Es sind immer die bösen Spekulanten. Man kann ja sagen, es gibt eine gute Inflation. Es ist dann, wenn letztendlich die Nachfrage massiv steigt und dann eben auch die Rohstoffpreise steigen, weil die Nachfrage da ist. Und es gibt eine schlechte Inflation. Das ist, wenn die Preise teurer werden, aber die Wirtschaft gar nicht so toll läuft. Das ist die sogenannte Stagflation. Also hier will man auf jeden Fall gegen Rohstoffpreise, gegen zu stark steigende Rohstoffpreise vorgehen, gegen Mentalität des Hortens, gegen Leute, die sich da offenkundig reich machen wollen, so zumindest aus Sicht der Planer in China. Das ist natürlich alles so ein bisschen, ein Ersatzkampf, den man da führt, aber man fürchtet eben, dass die Dinge hier außer Kontrolle geraten. Jetzt ist eben die Frage, wie wird diese ganze Geschichte weitergehen? Ohnehin ist China ja schon ein bisschen auf der Bremse, was den Kreditimpuls hier betrifft. Wir sehen, der ist jetzt schon negativ. Unten sehen Sie in der Grafik, die Rohstoffpreise sind gleichwohl gestiegen. Normalerweise reagieren die Rohstoffpreise mit etwas Verzögerung auf diesen Kreditimpuls. Man sagt hier heute nochmal seitens der staatlichen Planer, also wir werden diese abnormalen Fluktuationen werden wir bekämpfen. Das heißt, dass hier letztendlich der klare Wille erkennbar ist. Wir dulden nicht freie Märkte, wir dulden nicht, dass hier letztendlich eine normale Preisfindung stattfindet. Klar, mit spekulativen Exzessen, das gehört auch zu einer normalen Preisfindung meistens dazu. Und die Reaktion war folgende: Kupfer zum Beispiel, Kupfer also deutlich zurückgekommen, Eisenerz, teilweise alles Limit Down an chinesischen Future-Märkten gehandelt, gleichwohl immer noch 88% höher, etwa Kupfer, stand vor 12 Monaten. Also dennoch immer noch eine massive Rallye, aber da ist jetzt ein bisschen eben der Wurm drin. Die große Frage ist, selbst wenn China jetzt eben gegen diese steigenden Rohstoffpreise vorgeht, wie viel Zugriff haben sie wirklich? Klar, wir haben jetzt gesehen, die Märkte haben ein bisschen reagiert, aber wie stark ist der Zugriff wirklich, wenn jetzt eben diese Diskussion um Infrastruktur in den USA stattfindet? Hat China also noch den Zugriff? Das ist eben die ganz große Frage. A, wegen der Nachfrage eben, Infrastruktur in den USA, Infrastruktur auch woanders, aber vor allem sehen viele Investoren Rohstoffe eben als ein Inflationshedge, als
eine Absicherung gegen Inflation. Das heißt, da ist eben diese Nachfrage, da kann China dagegen etwas tun. Das ist eben die Frage. Dennoch, wir sehen, dass die Märkte eben reagiert haben. Wir haben gestern und am Freitag schon starken Rücklauf der sogenannten Break-Evens gesehen, der Inflationserwartungen. Und das, wie gesagt, ist gut eben für die Inflationsassets. Das sind eben überwiegend die Growth-Aktien, die Tech-Werte. Die laufen dann besonders gut. Dow Jones und Russell 2000 etwa gestern deutlich weniger gut als eben der Tech-Sektor. Aber hier deutliche, starke Rückgänge, stärkste Rückgänge seit September jetzt bei den Inflationserwartungen. Also das ist alles so ein bisschen runtergedimmt. Damit hat China letztendlich der Wall Street diese Rallye ermöglicht. Hier sehen wir mal das Verhalten verschiedener Asset-Klassen in verschiedenen Perioden steigender, sinkender Inflation. Da sehen wir zum Beispiel blau hier die Staatsanleihen, wir sehen schwarze Aktien, wir sehen grün die sogenannten TIPS, also inflationsgeschützte Staatsanleihen, und rot sehen wir Commodities. Wenn also wir eine hohe und steigende Inflation haben, high and rising, dann sehen wir, dass Commodities am besten laufen, nicht? Die profitieren von dieser Nachfrage, von dieser heiß laufenden Wirtschaft. Aktien, naja, nicht so toll, sind dann nur auf Platz 3 von 4. Wenn dagegen die Inflation niedrig ist, low and rising, dann sehen wir hier schwarz, die Aktien sind am besten drauf. Wenn die Dinge also so sind, wie sie derzeit sind, wir haben noch eine vergleichsweise niedrige Inflation, naja, in letzter Zeit ist sie jetzt höher geworden aufgrund des Basiseffektes, ist also jetzt mit Reopening der Wirtschaft stark angezogen. Jetzt haben wir fast schon High and Rising, und das ist eben jetzt genau dieser Fokus der Märkte. Haben wir jetzt eine hohe und weiter steigende Inflation, und diese Befürchtung einer weiter steigenden Inflation ist gestern eben ein bisschen abgeklungen aufgrund eben vor allem der Aussagen Chinas und dieser Infrastruktur. Differenzen zwischen Republikanern und US-Demokraten. Hier sehen wir nochmal die ganze Performance. Nasdaq fast 2% im Plus, S&P 1%, Dow Jones 0,5%. Wir sehen Communication Services und Technology vorne. Das sind dann meistens die Profiteure in einem solchen Umfeld. Und Utilities und Healthcare, zwei defensive Sektoren, sind hinten. Also die leiden. Wir sehen, dass gestern wieder Growth gegen Value hat zulegen können. Also praktisch eine Bewegung gegen den Trend seit Jahresbeginn, und wir sehen, dass die Most Shorted Stocks, also die am stärksten geschorteten Aktien, wieder mal die Gewinner waren. Allerdings wurde gestern jeder Trader offenkundig mit Handschlag begrüßt. Wir sehen gestern das mit Abstand geringste Volumen an der Wall Street des bisherigen Jahres an allen US-Börsen. Hier sehen wir, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, rot, dunkelrot, das ist das Volumen von gestern, das können Sie praktisch vergessen. Das war ein absoluter Ausfall von Volumen. Klar, Europa teilweise nicht am Start, aber das war schon super, super dünn. Wie ernsthaft ist das dann zu nehmen, wenn da praktisch keiner dabei ist, respektive wenn zwei, drei Leute auf den Knopf drücken, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, dann die Märkte deutlich steigen. Was ist davon zu halten? Ja, und was ist davon zu halten, wenn wir Elon Musk wieder aktiv sehen, dieser ganze Kryptobereich? Gestern hat Elon Musk, der wahrscheinlich gemerkt hat, oh, das war nicht so schlau, jetzt Bitcoin nach unten zu prügeln mit seiner Aussage, dass Tesla keine Bitcoins mehr akzeptieren wird als Zahlungsmittel, dass er dann gemerkt hat, naja, Tesla hat ja noch Bitcoin und ich habe vielleicht auch Bitcoin, also Elon Musk in dem Fall. Jetzt hat er gesagt, ja, ich habe ja gestern hat er gesagt, ich habe mit amerikanischen Bitcoin-Minern gesprochen, also die Kryptos, also die Bitcoin-Minen, die Bitcoin-Schürfen. Und da wollen wir jetzt erneuerbare Energien und diese ganzen Geschichten, das soll hier in den Vordergrund kommen. Also er macht Hoffnung, dass diese ganze Geschichte nicht mit dreckigem Kohlestrom in Xinjiang in China passieren wird, sondern ganz, ganz sauber in den USA. Dann ist eben noch Michael Saylor von MicroStrategy beigesprungen, einer Firma, die extrem kryptoaffin ist und praktisch ihr ganzes Schicksal letztendlich vor allem auf Bitcoin setzt.
Und vielleicht ist das auch nötig, denn wir sind vielleicht schon in einem Kryptowinter. Wir haben gesehen, dass wir zwischenzeitlich weit über 2 Billionen an Marktkapitalisierung waren, was alle Kryptowährungen betrifft. Dann sind wir zurückgefallen im Tief auf 1,3 Billionen, also 50% ist da mal eben rausgepreist worden. Gestern dann eben diese Erholung. Wie geht es heute weiter? Das wird spannend sein zu beobachten. Jetzt ein Artikel in der Global Times aktuell, der sagt, ja, viele Miner in China wollen jetzt rausgehen aus China. Eben weil die Geschichte da deutlich schwieriger bis unmöglich wird. Man überlegt, in die USA oder nach Kanada zu gehen. Okay, wenn sie da ein Visum kriegen, das finde ich eine etwas merkwürdige Geschichte. Die Amerikaner werden jetzt nicht so einfach da irgendwelche Leute reinlassen. Insgesamt sehen wir, dass eben hier diese Tweets von Elon Musk immense Bewegung am Kryptomarkt hervorrufen. Hier sehen wir mal, als Tesla Bitcoin akzeptiert hat, Bums nach oben. Dann hat man gesagt, man hat für 5 Milliarden oder Tesla hat gesagt, wir haben Bitcoin gekauft, wieder nach oben. Dann Elon Musk, nein, wir akzeptieren doch nicht mehr Bitcoin, wieder nach unten. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das ein Wertspeicher? Wie liquide ist das Ganze, wenn man so abhängig ist von einem einzigen Mann, von einem einzigen Menschen, der halt irgendwelche Nonsens-Tweets raushaut oder halt nicht raushaut? Das ist wirklich etwas, was man sich fragen muss, wenn man da investiert ist. Jetzt sehen wir, dass wir die längste Volatilitätsstrecke haben in Bitcoin seit 2013. Wir haben jetzt 4 Tage hintereinander eine Bewegung von mindestens 8% bei Bitcoin Netslash. Das ist, wie gesagt, der größte Wert seit 2013. Und apropos Wertspeicher, wer derzeit Avocados erhält, der ist derzeit mit diesem Wertspeicher ein bisschen besser bedient. Denn hier die Preisentwicklung auffallend zwischen Avocados und Bitcoin. Aber Avocados haben sich in letzter Zeit besser entwickelt. Wertspeicher setzt er immer voraus eine Bezugsgröße. Also Gold ist ein Wertspeicher, weil notfalls gibt es Bedarf nach Schmuck. Bei Bitcoin ist das eben ein Zahlungssystem. Aber dieses Zahlungssystem, das wird eben massiv derzeit angezweifelt, eben durch faktisches Verbot durch China, durch mögliche Regularien in den USA. Das ist also jetzt sozusagen in Gefahr, könnte man sagen. Ether wird derzeit von Goldman Sachs gepusht, weil die sagen, ja, da ist eben keine Gefahr und da haben wir in Sachen, oder wenig Gefahr, und da haben wir in Sachen Stromverbrauch ein ganz anderes Thema, da ist der Stromverbrauch viel geringer. Also das ist die Frage, was sich hier durchsetzen wird. Wir haben über 9000 Kryptowährungen, dass davon die allermeisten nicht überleben werden, ist sehr, sehr wahrscheinlich bis sicher. Dementsprechend wird sich die Frage stellen, welche Technologie wird sich hier durchsetzen. Letztendlich basieren diese Technologien ja auf Blockchain, die wird bleiben, aber was wird dann mit der Blockchain bleiben? Da hat am Wochenende Wolfgang Müller diesen Artikel geschrieben, Bitcoin Crypto Crash, ein Fall für die Finanzmathematik, möchte ich Ihnen sehr, sehr ans Herz legen. Ich packe den unter das Video dazu, dass Sie sich das nochmal durchlesen können. Das ist, wie manche gesagt haben, das Beste, was Sie in letzter Zeit oder überhaupt über diese ganze Thematik gelesen haben. Unter dem Video werde ich das platzieren, meine Damen und Herren, und wünsche jetzt einen guten Start in diese feiertagsverkürzte Woche und sage Servus und Ciao.